Moin ihr Hübschen da draußen, heute gibt es wieder einmal einen Rundumschlag an Neuigkeiten rund um Google Stadia. Und wir haben dicke News im Gepäck, vor allem für Freunde des Zockens am TV. Außerdem noch einige Technik-News und eine mini-kleine Roadmap, auf die ich nochmal eingehen will. Und eine Umfrage gibt es auch. Ja, jetzt viel Spaß bei meinem neuesten Video also. Wie immer präsentiert von Snagger. Mehr dazu und einen Rabattcode gibt es im Video. Und jetzt Intro ab. Ein Comeback, so könnte man die Funktion bezeichnen, welche nun wieder verfügbar ist. In der Vergangenheit war es bereits möglich, einen direkten YouTube-Livestream vom Smartphone zu starten, während ihr über den Chromecast oder über Android TV Stadia gespielt habt. Das Ganze wurde dann irgendwann einmal geblockt, nun scheint es aber wieder so zu sein, als ob es möglich ist. Falls ihr also daran Interesse habt, startet eure Stadia Session am TV und dann geht ihr anschließend in euren Smartphone-Browser auf stadia.com. Anschließend könnt ihr dann nach einem Klick auf eure Freundesliste einen Livestream starten. Schön, dass es wieder klappt, aber nutzt ihr diese Funktion denn eigentlich? Am 31. Dezember des alten Jahres hat Clive Ellenden zusammen mit John Scardi Stadia Community Game Awards 2021 vergeben. Nicht nur, dass aufmerksame Zuschauer unter Umständen auch einen Zwiebackgruß entdecken konnten, nein, auch die Stadia-Spiele des Jahres wurden bekannt gegeben. Alle Sieger wurden von der Community gewählt, schaut euch also gerne bei Interesse nochmal die Anzahl einzelnen Kategorien ruhig an. So viel spoilere ich aber schon mal vorab. Eine tolle Show war das, absolut. Es waren zwei Mega-Hosts und Resident Evil Village wurde zum Stadia Game of the Year 2021 von der Community gekürt. Jeder Gamer oder jede Gamerin kennt sie, Patches und Updates, welche meistens kleinere oder größere Fehler des Spiels ausmerzen und ab und an das Spiel sogar einmal aufwerten und um neuen Content bereichern. Zum Beispiel mit neuen Erweiterungen. Aber es gibt auch Entwickler, die schaffen es tatsächlich, einen Patch in der Größe von knapp 50 GB auf Plattformen auszurollen. Was da alles drin ist, will ich lieber gar nicht wissen. Was hat das aber alles mit Stadia zu tun, fragt ihr euch vielleicht. Nun, Studio Wildcard, also der Entwickler von Ark Survival Evolved, hat Google Stadia beim letzten großen Update ausgespart. Mit der Begründung, dass aufgrund einer bestehenden Limitierung von Patchgrößen der neue Content nicht eingespielt werden könne. Laut 9to5google.com scheint es aber kein Stadia-spezifisches Problem gewesen zu sein, sondern konkret bei Ark nicht geklappt haben. Daher arbeitete man bei Stadia gemeinsam mit dem Entwickler an einer Lösung, um die Erweiterung Lost Island schnellstmöglich auf die Plattform zu bringen. Und das scheint auch ziemlich schnell geklappt zu haben, denn bereits am 7. Januar hat ein Reddit-Nutzer voll Zug gemeldet. Also sehr schön, dass auch da das neueste Update auf Stadia zur Verfügung ist. Ebenfalls aus der Ecke Patches und Updates. Es gibt ein weiteres Spiel, welches mit Direct Touch funktioniert. Direct was? Direct Touch ist die Funktion, dass ihr, wenn ihr ein Stadia Game mobil spielt, keinen Controller benötigt. Das heißt, ihr steuert das HUD und alle die Möglichkeiten direkt über die eingeblendeten Buttons des Spiels und nicht über ein Controller-Overlay. Bisher war das nur bei Humankind möglich, wenn ich mich nicht täusche, aber seit dem letzten Update ist es auch 100 Days, der Weinbausimulator, so steuerbar. Übrigens, da fällt mir ein, wir werden mit dem Co-Founder des Entwicklungsstudios hinter 100 Days sprechen. Natürlich auch bezüglich diesen neuen Features. Wann, fragt ihr? Am 1. Februar, 20.30 Uhr. Wo? Hier auf meinem Kanal in Cloudplay, der Cloud Gaming Talkshow. Dieses Video wird euch präsentiert von Snagger, der idealen Art, sich ohne die Finger dreckig zu machen, einfach wild rumzusnacken. Am Rechner, am PC oder selbst am Fernseher gar kein Problem. Ihr befüllt den Snacker einfach mit den Snacks, nach denen es euch gerade gelüstet. Sei es Erdnüsse im Teigmantel, normale Erdnüsse oder auch was Gesundes. Cashewnüsse mit Cranberries. Ja, all das geht. Natürlich gehen auch Skittles und M&M's. Ich habe alles ausprobiert für euch. Es funktioniert und das Gute ist, es schmeckt und ihr kriegt keine dreckigen Hände. Also ich wollte es mir eh schon lange kaufen. Snacker, vielen Dank für diese Unterstützung.
Im Onlineshop von Snagger erhaltet ihr die ganzen, unter anderem auch in dieser hübschen Black Edition. Natürlich gibt es auch noch ganz wilde verschiedene Farben und Viererpacks zum Beispiel, damit wirklich jeder in der Familie gleich einen Snack hat. Das Gute an der Sache ist, ich habe auch noch einen Bonbon für euch. Über den unten stehenden Link und meinen Promocode erhaltet ihr 10% Rabatt. Und jetzt ratet mal, was der Promocode ist. Richtig, Zwieback. Schreibt Zwieback einfach in eure Bestellung als Gutscheincode mit rein und ihr erhaltet 10% Rabatt. Ich weiß ja nicht, aber ich finde das ja mega. Damit könnt ihr halt eure Snacks definitiv besser austesten, ohne die Hände dreckig zu machen. Also mir gefällt das sehr, ganz ehrlich. Und nein, ein Zwieback passt da leider nicht rein. Ich habe es getestet. Eine Roadmap. Viele Cloud Gamer und Nutzer von Stadia wollen Vertrauen in Googles Cloud Gaming Plattform haben und fordern daher eine möglichst mittel- bis langfristige Zielsetzung in Form einer Roadmap. Wie viele ungefähr das fordern, zeige ich euch gleich. Aber erst einmal diese Info. Ende 2021 hat man das in Form eines klitzekleinen Minisatzes in einem Blogpost nämlich wirklich getan. Auch wenn das natürlich klar sein sollte, aber jetzt nochmal schwarz auf weiß. In 2022 wird es weitere Features für Stadia geben, es werden Verbesserungen vorgenommen und es wird mehr Spiele für Stadia geben. Ja, sehr schön. Und wisst ihr was? Ganz aktuell gibt es auch noch eine Umfrage des Stadia-Teams zu euren Erfahrungen. Ja, also wir als Community sollen bitte Feedback geben und natürlich haben das auch schon einige von uns gemacht. Me? Falls ihr noch nicht euren Senf abgegeben habt, nutzt den Link in den Shownotes unbedingt. Und Cloudplay-Datenspezialist InLead hat in der Zwischenzeit sogar bereits knapp 1000 öffentlich einsehbare Antworten der Umfrage ausgewertet und hat sich damit die Mühe gemacht, zu kategorisieren und da zu schauen, was die Leute sich so wünschen. Ihr seht das Ergebnis hinter mir, aber ist es nicht ziemlich interessant? Also aus meiner Sicht knapp der Hälfte aller Wünsche betreffend Games. Mehr AAA-Games, mehr Spiele allgemein, neue Partnerschaften und so weiter. Knapp ein Viertel der abgegebenen Wünsche drehen sich um Hardware. So wollen beispielsweise 10,1% der nicht repräsentativen Umfrage Server-Updates für die Stadia-Technik. Und auch sehr interessant, 18% wünschen sich eine bessere Kommunikation, sei es eine Roadmap, besseres Marketing oder mehr Infos allgemein. Und ich weiß gar nicht, was ich nun eigentlich besser finden sollte. Ganz ehrlich, die Möglichkeit, meine Meinung und meine Wünsche mal abzugeben oder dass InLead schon einen Vorgriff auf eine Auswertung gemacht hat, welche wir sonst ja nie zu Gesicht bekommen hätten. Ich finde beides mega, ganz ehrlich. Wichtig wird aber jetzt sein, dass die Daten nicht in irgendeinem Drive liegen bleiben, sondern sich das Stadia-Team inklusive Führungsriege, ganz wichtig, diese auch mal zu Herzen nehmen und vielleicht den einen oder anderen Wunsch schon in 2022 erfüllen. Falls ihr technisch interessiert seid, dann könnt ihr euch mal das neueste Projekt von Scooterama anschauen. Er versucht mit dem Vorurteil der zu großen Latenz bei Cloud Gaming allgemein und Stadia im Besonderen aufzuräumen. Und was macht der gute Mann? Einfach mal eine nachzustellende Testumgebung aufbauen, diese schnell zu visualisieren und dann andere auffordern, mitzumachen. Damit das Ganze eine Aussagekraft haben kann, sollte natürlich richtig viele Nutzer dabei sein und mitmachen und mit ihren verschiedenen Standorten, Internetprovidern und Netzwerkumgebungen ihre Latenz an diesem Projekt beisteuern. Ich lasse euch in den Shownotes mal Scooters Social Media Links da. Falls ihr euch da einbringen wollt, kontaktiert ihn einfach. Die allermeisten aus meiner Stadia-Bubble haben es natürlich schon längst mitbekommen, doch es ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Zeichen für Stadias Zukunft in 2022 und darüber hinaus. Ab der neuen Modellserie 2022 steht die Stadia-App auch auf Samsung TVs und sogar auf den Geräten der Marke TCL zur Verfügung. Ja, ich habe ganz ehrlich damit gerechnet, dass Samsung Anfang dieses Jahres Stadia offiziell unterstützen wird und ich glaube auch in ein, zwei Videos darüber gesprochen. Aber dass es so schnell geht, hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht. Also zusammengefasst nochmal. Ausgewählte Geräte der neuen 2022er Reihe von Samsung erhalten über die eigene Software einen Gaming Hub, welcher unter anderem dann auch Stadia als Cloud Gaming Dienst enthält. Und ja, auch in 4K und auch in HDR. Wann die neuen Geräte kommen, weiß ich allerdings nicht und derzeit gibt es leider auch noch gar keine Informationen bezüglich eines Supports von vielleicht älteren TV-Generationen. Und TCL? Die haben vor allem im chinesischen Markt einige Marktanteile
und in ihrer CES-Präsentation ebenfalls ein Game Center angekündigt, sodass hier noch einmal eine breite Palette an neuen Geräten für Stadia hinzukommen wird. Und damit ist man mit den Android-TV-Geräten, den LG-Fernsehern und den soeben angesprochenen Partnern richtig, richtig gut aufgestellt und hat die Verfügbarkeit der Stadia-App massiv ausgeweitet. Zumindest was zum jetzigen Zeitpunkt halt die neuen Geräte betrifft. Ja, die Hersteller wollen halt neue Geräte verkaufen, aber vielleicht kommt noch ein Update für die Geräte ab 2020. Wer weiß. So Leute, was haltet ihr denn von all dem? Habt ihr nach der kleinen Roadmap, der Umfrage und vor allem auch dem Support für Samsung TV-Geräte nicht auch den Eindruck, dass Stadia hier eine sehr, sehr gute Basis für ein erfolgreiches 2022 legt? Vielleicht ja sogar für eine Expansion in weitere Länder. Was sagt ihr zu all dem? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich drauf und sage an dieser Stelle ganz klar, ciao und bis zum nächsten Video.